Mein Name ist Robert Franz, ich sitze da in der Steiermark auf einer Wiese und die Frage, die ich euch heute stellen werde, heißt, wann werden wir imstande zu sein, aufzustehen und eine gerechte Welt schaffen? Wann werden wir imstande sein, erstmal unser eigenes Leben in den Griff zu kriegen? Zweitens, uns nicht mehr verdummen zu lassen von korrupten Medien, uns nicht mehr irreführen zu lassen von korrupten Politikern, uns nicht mehr regieren zu lassen von Diktaturen. Als Beispiel der Erdogan hält da die afrikanischen Flüchtlinge fest, ganze Familien, ganze Menschen leiden und der Westen schaut zu in seiner Ohnmacht aus Angst, nicht vielleicht, dass die Flüchtlinge rüberkommen. Mit solchen Menschen würde ich sagen, hey Erdogan, komm mal rüber da in der Steiermark, ich komme ja von Rumänien. Die Rumänen haben den Türken jahrhundertelang Paroli geboten, die haben sie x-mal besiegt, würde ich mal sagen, komm rüber zu Mann, wir regeln das, die Angelegenheit. Entweder du oder ich, einer geht vom Berg runter. Und dann wird die Welt vielleicht ein Peiniger weniger haben. Aber so wie ich sage, Systeme, Polizei, Finanzamt, Sachen, die Welt nicht braucht, die regieren uns jetzt einfach. Und wir sind nicht im Stand aufzustehen, wir sind nicht immer im Stand, Zivilcourage zu leisten, wenn einer von uns in Not ist. Dann stelle ich mir die Fragen, was sollen wir auf diesem Planeten machen? Zerstören den ganzen Planeten nach Profitgier. Ganze Landstriche werden gerodet, um Industrien, um Sachen zu erzeugen, obwohl das Leben ganz einfach ist. In der Natur gibt es keine Möbel, es gibt keine Kleider, es gibt kein Fashion, es gibt gar nichts. Es gibt Leben, ein ganz tolles Leben, natürliches Leben, und es gibt irgendwann den Tod, aber der gehört zum Leben dazu. Deshalb ermute ich jeden, erstmal sein Leben in der Hand zu nehmen, erstmal sich in den Spiegel anzuschauen und zu denken, für was bin ich eigentlich da? Was kann ich auf diesem Planeten geändert? Viele Leute haben riesiges Potenzial. Sie werden nicht gefördert, wurden nicht entdeckt, muss auch nicht entdeckt werden. Jeder von euch ist sozusagen ein kleiner Gott. Jeder von euch hat die Kraft, sich selber zu verwirklichen, die Kraft zu kämpfen. Natürlich brauchen nur drei Voraussetzungen. Erstmal eine Erfahrung, die Erfahrung des Lebens, die dich aus jeder Lage herausholt, aus jeder Lage wieder neu ins Leben katapultiert. Zweitens ist Menschlichkeit gefragt. Menschlichkeit ist eine tollste Eigenschaft. Eigentlich jeder werde heute bereit, für seine Familie, für seinen Sohn, für seine Tochter, egal was zu tun. Aber andere Menschen sind ja eigentlich fremd, sodass ich ermutige jeden, unsere ganze Welt als eine ganze Familie zu sehen. Ich stelle mir auch die Welt auch ohne Grenzen vor. Wir brauchen eigentlich keine Grenzen, wir brauchen keine Zölle, wir brauchen nicht. Es ist ja der Mensch, die Tiere haben ja auch keinen Zoll und keine Grenzpunkte und sowas. Die bewegen sich frei auf dem Planeten, die leben in Einklang mit der Natur. Nur wir Menschen glauben, wir sind was Besonderes. Deshalb erstmal soll jeder schauen, dass er sein Leben in den Griff kriegt, soll jeder schauen, dass er danach etwas für die Gesellschaft leistet. Und dadurch stelle ich mir die Welt vielleicht viel schöner vor. Deshalb werde ich von jetzt an, egal was ich mache, jede Angelegenheit aus vollem Herzen handeln, als Herzen, als Bürger oder als Mensch auf diesem Planeten Erde. Und merkt euch, die Erde braucht uns nicht, wir brauchen aber die Erde. Wenn wir diesen Planeten nicht schätzen, wenn wir diesen Planet, die Tiere von diesem Planeten nicht, ich weiß, verstehen, werden wir auch nicht mehr lange da sein. Aber irgendwann müssen wir imstande sein, die ganzen Hürden fallen zu lassen, egal ob ich in Afrika geboren bin, Asien, Amerika, wo auch immer, Timbuktu. Wir sind eine ganze Familie, eine Einheit. Und bis wir das nicht verstehen, haben wir noch lange an uns zu arbeiten. Ich sage, packen wir es an, beginnen wir jetzt. Ich habe schon begonnen und so wie ich sage, meine Familie hat 7 Milliarden Menschen. Jeder von euch, der jetzt zuschaut, gehört dazu. Deshalb leistet euren Beitrag, macht was aus eurem Leben. Vielen Dank. Viele Grüße aus der Steiermark.